Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer F1-Manager-Karriere mit Aston Martin. Heute steht der große Preis von Spanien an. Zuletzt gab es ja das Rennen in Monaco und da konnten wir zum ersten Mal in dieser Saison nicht gewinnen. Dort hat Max Verstappen gewonnen. Norris wurde, glaube ich, Zweiter, dann Perez Dritter und Alonso nur Vierter. Das hat uns also schon gezeigt, dass Red Bull durchaus in der Lage ist, uns zu besiegen. Ich hoffe einfach, dass wir das an diesem Wochenende jetzt wieder umdrehen können, dass wir jetzt wieder direkt zurückschlagen können und zeigen können, ja, mit uns ist zu rechnen, uns muss man schlagen, wenn man diesen Titel will. Wir gehen direkt mal rein, bleiben natürlich wie immer bei den ersten Runs hier live dabei, um einfach mal zu sehen, wie unsere Pace denn ist. Norris, Gasly und Alonso sind die ersten drei. Hier gleich mal auf der Strecke, Schumacher kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt raus, wird da ein bisschen im Weg stehen, aber gut, das hat nicht allzu viel Zeit gekostet. Alonso ganz knapp vor Norris, deutlich vor Gasly. Das sieht nicht allzu schlecht aus, aber klar, wir haben halt noch keine gute Benchmark. Jetzt vielleicht mit Russell. Verstappen, der wird, denke ich, noch ein bisschen schneller fahren. Q1 ist durch. Es sind nur ca. 2,5 Zehntel zwischen den Top 5. Sainz wie immer ein bisschen hinten dran in seinem Ferrari. Wir sind zwar nur 4., 5., aber das finde ich gar nicht so schlimm hier. Also, ich meine, wir haben halt nur eine Runde gemacht. Die meisten anderen haben gleich zwei gemacht. Vor allem halt Verstappen. Der hat dann noch eine zweite Runde halt hinten rangesetzt. Und jetzt gucken wir mal Q2. Ne, ich möchte jetzt schon noch mal ein bisschen näher rankommen. Aber wir haben ja wo war das? In Miami? War das in Miami? Ne, in Imola natürlich. In Imola haben wir ja gesehen, dass wir, auch wenn wir jetzt im Qualifying vielleicht ein bisschen hinten dran sind, durchaus im Rennen noch eine gute Chance haben, Red Bull zu besiegen. Falls es jetzt hier an diesem Wochenende wieder so ist, dann finde ich es auch nicht schlimm. Alonso jetzt mit einer starken 1-12-0. Das kann auf jeden Fall reichen, um hier erstmal schnellster zu sein. Q2 ist durch, nur Sergio Perez, diesmal schneller als Alonso, also Red Bull. Wirklich hier mit einer guten Pace. Ich meine, Verstappen, der hat auch vorne 12-0 gemacht. Der wird auch noch ein bisschen was finden können und dann wird das hier sehr, sehr schwer, Red Bull zu schlagen. Leclerc wieder stark, schlägt Verstappen und Norris, Sainz wieder ein bisschen hinten dran, die Mercedes dann auch. Gerade von Norris muss jetzt hier schon noch was kommen, also das ist schon nicht allzu krass gewesen bisher, was Lando hier gezeigt hat. Wir machen den ersten Mal jetzt auf gebrauchten und dann den zweiten, alles entscheidenden, auf den frischen Softs. So, Perez ist jetzt schon auf seiner Hotlap. Es waren von beiden Red Bulls sehr, sehr schwache erste Runden. Von uns auch nicht wirklich gut, aber schon noch akzeptabel. Und jetzt geht es hier raus mit allen beiden. Verstappen auch schon auf der Strecke, aber jetzt wird erstmal auf Perez geguckt. Was schafft Sergio Perez hier über die Linie? Kommt er jetzt und er geht erst einmal auf die Pole. Super stark von Checo. Der liefert hier, wenn er muss im Moment. Als nächstes wird jetzt Verstappen dann auf seiner Hotlap gehen und unsere beiden nur ein paar Meter hinter ihm. Auch Leclerc wird da mit dazwischen sein. So, Max Verstappen, erster Sektor, eine 21,9, nicht lila. Und das ist hier das Wichtige. Was machen jetzt die anderen? Leclerc circa 2 Zehntel schneller als Verstappen, aber er verbessert sich nicht. Norris auch langsamer, aber Alonso. Alonso mit einem lila ersten Sektor. Jetzt erstmal Verstappen über die Linie. Verbessert sich nicht, nur Platz 7. Für Max Verstappen. Als nächstes Charles Leclerc. Was schafft er jetzt hier in Q3 in seinem Ferrari? Schlägt der Perez? Ja, er schlägt ihn. Leclerc wieder ganz vorne. Super stark von ihm. Norris als nächster. Eine 1-12-3. Verbessert sich nicht. Aber jetzt Alonso. Alonso nur auf Rang 3. Leclerc wird hier die Pole haben. Außer Sainz haut hier eine super Runde hin. Aber der erste Sektor ist nicht gut genug. Nein, Carlos Sainz schafft es nicht. Charles Leclerc holt sich die Pole in Barcelona. Vor Sergio Perez, dann unsere beiden, dann Sainz, dann Hamilton und Max Verstappen. Der große Favorit nach Q1 wird nur Siebter. Das sind die Rennstrategien, bei beiden mal wieder die gleiche. Machen wir jetzt eigentlich ja immer so, dass wir bei beiden die gleiche Strategie wählen. Alonso startet mal wieder vor Norris. Mal schauen, ob der jetzt im Rennen hier mit einer guten Pace vorbeikommen kann. Wäre ja auch für ihn in der WM wichtig, Alonso wieder ordentlich Punkte wegzunehmen. Wir haben hier Perez auf harten Reifen, Leclerc auch auf den Softs, Verstappen glaube ich auf den Mediums, wenn ich das richtig erkenne, das müsste er sein. Und der Rest da vorne auf den Softs, auch Sainz im anderen Ferrari, Hamilton. Was für Starts gelingen jetzt, ist die große Frage. Alonso hat sich schon Perez geschnappt, aber hier Norris ist eingeklemmt hinter Perez, verliert richtig viele Plätze. Sainz ist vor auf 3, gelbe Flagge weiter hinten im Feld, da ist irgendwas passiert, irgendwas Großes hinten. Und ja, Verstappen hat sich auch vorbeigeschoben an Norris oder was? Das gibt's doch nicht. Jetzt Norris innen gegen Max. Der muss da bitte unbedingt davor bleiben. Das wäre so wichtig für das Rennen. Verstappen ist doch auf den Softs. Da hatte ich jemand anderen gesehen. Nein, Alonso! Alonso, Alonso und Leclerc. Alonso und Leclerc, da ist irgendwas passiert. Zwischen diesen beiden. Leclerc zurückgefallen auf 14. Wir schauen uns das mal an. Ist ja, hier sehen wir's. Leclerc innen, Alonso außen. Und was passiert jetzt?
Ja, die beiden treffen sich da, verlieren. Und Leclerc kommt sogar ins Kies raus, trifft die Wand. Alonso verliert ein paar Plätze. Und der neue Führende heißt jetzt Sergio Perez. Super Start natürlich für Red Bull. Für uns hier alles andere als gut. Ah, und ich sehe es gerade, Alonso hat auch eine Strafe dafür bekommen. Ist das bitter. Verstappen ist jetzt erstmal vorbeigegangen an Norris. Das finde ich aber gar nicht so schlimm. Ist halt immer so, ne, die KI am Pushen. Wie sonst was in diesen ersten Runden. Ich mache das nicht so gerne. Muss halt nur aufpassen, dass wir nicht komplett den Anschluss verlieren. Aber glaube ich nicht, dass das passiert. Und natürlich auch, ja, für Leclerc jetzt ein super schwieriges Rennen, da nochmal ranzukommen. Muss jetzt auch stoppen. Also anscheinend hat er auch Schaden oder seine Reifen waren irgendwie schon ganz alt, dadurch ganz verbraucht. Ist jetzt mit über 20 Sekunden letzter, auch noch ein langsamer Boxenstopp. Also für ihn geht hier auch mal wieder gar nichts. Es ist eine Fünfergruppe ganz vorne. Perez, Sainz, Verstappen oder unsere beiden. Da kann sich niemand absetzen. Da fällt niemand wirklich ab. Jetzt vielleicht Alonso gleich mal. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt beide ordentlich die Reifen schonen lassen. Da wirklich sehr, sehr langsam jetzt gewesen. Überhaupt nichts riskiert. Und dann schauen wir einfach mal. Wir müssen jetzt hier wirklich über die lange Distanz in diesem Rennen kommen. Natürlich jetzt Perez, der auf den harten Reifen gestartet ist, in einer super Position. Also das muss man auch mal dazu sagen. Für ihn lief ja alles perfekt bisher eigentlich. Die Strafe wird Alonso nicht wirklich wehtun, die 5 Sekunden. Er wird zwar Zeit verlieren, das ist klar, aber er wird immer noch deutlich hier vor Russell und dem Mittelfeld dann sein. Also da wird er keine extra Zeit mehr verlieren. Mal schauen, ob Leclerc noch Punkte holen kann. Ich glaube fast nicht. Der ist da schon wirklich eigentlich viel zu weit dahinter. Selbst wenn er jetzt verdammt schnell ist. Ja, ist es gefühlt unmöglich für ihn, hier noch in die Punkte vorzukommen. Und jetzt Norris vorbeigegangen an Max Verstappen. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Verstappen kann auch nicht direkt kontern, aber wird jetzt kontern können. Naja, sehr bitter. Kann man nichts machen. Alonso hat auch das DRS verloren. Und Schumacher hat einen Dreher in Kurve 11. Ist für uns eher egal. Norris wieder vorbei an Verstappen und diesmal kann er auch davor bleiben. Sehr, sehr wichtig. Und jetzt ist Alonso nah dran an Max, der, wie wir hier sehen, auf Reifen noch ist, die 19% nur noch haben. Ganz, ganz komische Strategie. Alonso holen wir jetzt am Ende dieser Runde rein. Hat ja noch diese Strafe eben mit an Bord. Der geht jetzt erstmal auf Medium-Reifen. Und dann schauen wir mal, ob wir am Ende auf Harte oder nochmal auf Softs vielleicht sogar gehen. Wenn Alonso wieder aus der Box kommt, soll er auch bitte direkt dann pushen. Norris holen wir jetzt am Ende dieser Runde rein. Der wird jetzt erstmal auch nochmal auf Mediums gehen. Mal schauen, Alonso jetzt muss diese Strafe natürlich absetzen. Wird dadurch weit hinter Verstappen sein. Und auch noch ein langsamer Boxenstopp. Was ist das denn? Ein 17-sekündiger Boxenstopp. 10 Sekunden oder so verschenkt. Damit ist Alonso raus aus diesem Rennen. Hier wird nichts mehr gehen für ihn in Richtung Podium oder ähnliches. Horror-Boxenstopp bei Alonso. Bitte bei Norris jetzt nicht der gleiche. Okay, 2,5 Sekunden, das ist in Ordnung. Er ist sogar immer noch vor Max Verstappen. Das ist stark. Und ja, für Alonso, also perfekt, wirklich. Was anderes kann ich dazu gar nicht sagen. Das passt im Moment einfach so ein bisschen dazu. Ne? Beim letzten Mal schon in Monaco ein relativ schweres Wochenende. Hier klappt jetzt auch nicht alles, klappt nicht viel. Der Crash natürlich ganz am Anfang mit Leclerc hat hier schon mal ordentlich geschadet, Alonso. Und jetzt so ein langsamer Boxenstopp. Im Moment eine schwierige Phase. Aber das ist halt so in so einer Saison. Ne? Da müssen wir jetzt einfach weitermachen. Da müssen wir wieder rauskommen, während jetzt gleich mal Sainz vorne stoppen wird. Seine Reifen sind auch schon komplett am Ende, aber der bleibt immer noch draußen. Der fährt 19er Zeiten, ist damit gefühlt der langsamste auf der Strecke. Während Verstappen und Norris halt wirklich sehr, sehr schnell sind und auf jeden Fall mal einen guten Undercut haben werden. Inzwischen waren Perez und Sainz drin. Die sind jetzt deutlich hinter Verstappen und Norris. Erstmal werden da aber wieder rankommen, weil sie jetzt bessere und frischere Reifen haben. Norris haben wir pushen lassen, der kann sich dadurch absetzen von Verstappen und eine gelbe Flagge. Was ist passiert? Nur irgendwas mit Tsunoda, okay. Dann ist das nicht so schlimm für uns. Norris jetzt 3 Sekunden vor Max Verstappen, hat auch noch leicht bessere Reifen. Der kann also weiter ordentlich pushen. Pushen, pushen, pushen. Und dann gehen wir auf jeden Fall auf die harten Reifen. Da habe ich mich jetzt schon festgelegt. Das ist das Beste, was wir machen können. Alonso kann jetzt auch ein bisschen pushen, konnte sich an Hamilton jetzt mal vorbeischieben und hoffentlich auch gleich absetzen. So, wir werden gleich reinkommen für harte Reifen. Norris macht noch eine Runde, hat eine ganz gute Lücke auf beide Red Bull. Das sieht also wirklich gut aus, hat eine sehr, sehr gute Pace jetzt an den Tag gelegt in den letzten Runden. Bei Alonso wird nach vorne nichts gehen, der muss einfach nur nach hinten die Lücke gut absichern. Das macht er, fährt ein starkes Rennen jetzt auch nach seinem langsamen Boxenstopp. Kommt jetzt am Ende dieser Runde rein und dann müssen wir einfach hoffen, dass es hier mit Norris für den Sieg reicht, dass er eine Pace hat, die gut genug ist, um am Ende auch vor beiden Red Bull zu landen. Alonso jetzt drin, hat Norris noch das DRS gegeben. Das gibt's doch nicht. Der nächste langsame Boxenstopp für Alonso. Dadurch ist er jetzt hinter Albon zurückgefallen.
Das ist doch nicht normal. Das kann doch nicht sein. Wieder verliert er da wichtige oder wertvolle Zehntel. Weil mit dem Undercut hätte er vielleicht ja sogar vor Carlos Sainz mal zwischenzeitlich kommen können. Ob er das dann am Ende gehalten hätte, ist die andere Frage. Aber erstmal davor sein ist ja auch was wert in der Formel 1. Aber nee, wieder ein langsamer Boxenstopp. Verstappen jetzt mal an der Box. Wie weit ist er hinter Norris? 12,6 Sekunden. Das sieht gut aus. Und Alonso in Kurve 1. Alonso raus aus dem Rennen. Mit einem kritischen Schaden am Frontflügel. Wir haben, glaube ich, nichts zum... Nee, wir haben keine anderen mehr übrig. Fernando Alonso scheidet aus in Spanien. Monaco und Spanien, zwei Wochenenden zum Vergessen für ihn. Er hatte so eine gute WM-Führung nach Imola, aber das schmilzt jetzt alles hin. Norris auf dem Weg zum Sieg, jetzt mit dem Virtual Safety Car. Was Perez hier wiederum nochmal helfen könnte. Die sind jetzt auf den Softs. Oh Gott, wir müssen auch reinkommen mit Norris. Der hält das sonst nicht. Keine Chance, das sonst zu halten. Haben wir noch frische Softs? Ja, haben wir. Anders wird es hier nicht gehen. Der wird aufgefressen werden von beiden Red Bull. Und vielleicht sogar noch von Sainz, weil der auch auf Softs ist. Deshalb müssen wir auch reinkommen. Verlieren natürlich jetzt nicht ganz so viel Zeit, aber es kostet trotzdem ordentlich. Er fällt zurück auf 3. Och Mann, dieser Unfall von Alonso hat nicht nur sein Rennen zerstört, sondern vielleicht auch das von Lando Norris. Das kann nicht sein. Die Frage ist, geht jetzt für Norris noch was? Richtung Verstappen oder Perez? Er ist der schnellste im Moment aus dieser ersten, aus dieser Vierergruppe ganz vorne, aber er hat halt viel Rückstand, ne? Er hat halt sehr, sehr viel Rückstand, vor allem auf Perez. Verstappen könnte er vielleicht noch bekommen. Allerdings zieht er jetzt auch mal so ein bisschen an. Obwohl, ne, jetzt beide da in den 15ern. Sainz sogar mit einer 1,16, Norris fährt noch 1,14er. Mal gucken, 1,8 Sekunden, es ist schon noch möglich. Muss halt einfach weiter pushen, aber wir können auch nicht allzu sehr pushen, weil dann ist nämlich sein Benzin absolut im Minus. So, letzte Runde, Norris gegen Verstappen, er hat es nicht vorbeigeschafft. Was, damit habe ich eigentlich fest gerechnet, weil ich halt auch das ERS da oft einsetzen hatte, aber da müssen wir jetzt natürlich dranbleiben. Er muss es hier irgendwie schaffen, come on Lando, bitte. Du hast noch eine einzige Möglichkeit und das ist jetzt diese DRS gerade hier. Verstappen hat nicht das DRS auf den Alpinen vor ihm, innen rein und Norris holt sich immerhin noch Rang 2. Hier in Spanien wenigstens, wirklich wenigstens, aber trotzdem bin ich damit nicht zufrieden. Wir verlieren wichtige Punkte auf Red Bull. Die holen hier 40 Punkte in diesem Rennen. Wir holen nur 18. Und das könnte ein Wendepunkt in der WM sein. Norris übernimmt auf jeden Fall mal die WM-Führung. Perez rückt jetzt vor auf Rang 3, vorbei an Verstappen. Sainz geht vorbei an Leclerc, der wieder ein schwaches Ergebnis hatte. Er ist einfach nicht konstant genug im Moment, Charles Leclerc. Und Ferrari halt weiterhin auch ein ganzes Stück dann doch hinter uns hier vorne. Mercedes nochmal viel weiter weg, aber das ist egal. Sainz hat den Punkt für die schnellste Rennrunde, nur ganz knapp schneller als Norris, sehr, sehr bitter. Und Alonso muss sich halt hinterfragen, was im Moment los ist. Zwei so schwache Rennwochenenden in Monaco und jetzt auch hier. Beide mal nicht auf dem Podium. Norris bisher in jedem Rennen weiterhin auf dem Podium gewesen. Sehr, sehr stark. Ferrari noch gar kein Podium. Also es haben bisher wirklich nur Red Bull und wir die Podien geholt. Das ist krass. Und hier vorne wird es natürlich auch wieder enger. Und Konstrukteursfirmen auch. Es sind nicht mal mehr 80 Punkte, nur noch 72. Das waren schon mal über 100. Also Red Bull hat sich aufgemacht und hat doch noch eine Mission. Nämlich auf jeden Fall mal uns noch einholen in dieser Saison. Vielleicht hilft ja dieser neue Frontflügel das zu verhindern. Der wird dann für Kanada fertig sein. Wir machen gleich noch neuen Unterboden, würde ich denken. Das ist nie schlecht, Unterböden zu machen. Heckflügel haben wir auch in der Pipeline. Das dauert auch noch ein bisschen, bis der ankommen wird. Ja, im Moment ist es nicht einfach. Es ist überhaupt nicht einfach im Moment. Red Bull hat was gefunden, was wir noch nicht so gefunden haben. Die sind ordentlich rangekommen in den letzten Rennen. Letzten beiden halt. Und wir müssen jetzt mal zurückschlagen. Weil wenn das noch ein paar Rennen so weitergeht, dann sehe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schwarz. Weil dann ist Red Bull nämlich ganz schnell auch vorne in der WM. Ja, und dann wird es nicht einfach. Dann wird es absolut nicht einfach. Ich meine, es sind noch 72 Punkte, klar. Aber das kann ganz schnell gehen. Das kann so schnell gehen. Wenn wir halt so ein DNF haben wie Alonso jetzt hier, dann ist das in 0, nix aufgeholt. Ferrari nur 3 Punkte dazwischen, wir nur 4, die Red Bull nur 4, Mercedes nur 1, hier auch nur 4, hier nur 2, also wirklich verdammt enge Teamkämpfe immer, ne? Das ist wirklich sehr, sehr geil, sehr, sehr spannend überall in der WM, in der Fahrer-WM. Es könnte wirklich ein Vierkampf um den Titel werden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert auch die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.